Mein Name ist Jan Neumann und ich komme vom Hochschulbibliothekszentrum NRW. Ich bin dort tätig als Leiter Recht und Organisation und bin außerdem Projektmanager des OER Worldmap-Projektes. Ich habe tatsächlich den OER Atlas vorgestellt. Und der OER Atlas, den haben wir jetzt hier anlässlich des Festivals produziert. Das ist quasi eine gedruckte Version der OER Worldmap. Und wir sammeln in der OER Worldmap Daten zu Akteuren und Aktivitäten im Bereich OER, sprich also Organisationen, Personen, Projekte, Services, Events und ähnliche Dinge. Und im Atlas gibt es dann halt eine gedruckte Version. Die Idee war dahinter, dass es gerade im Policy-Bereich eventuell noch eine Gruppe von Leuten gibt, die ja noch printaffiner sind und deswegen eventuell eine gedruckte Ausgabe besser gebrauchen können als eine elektronische Fassung. Wer will, kann das benutzen. Ne? Also wir haben das nicht jetzt eng eingegrenzt von der Zielgruppe. Ne? Das war nur die Idee halt, das mag ja vielleicht anachronistisch anmuten, zu sagen, okay, wir machen eine Printausgabe, wenn wir schon eine Datenbank haben. Und das ist sicherlich auch in vielerlei Richtungen richtig. Aber manchmal wirkt es halt einfach besser, wenn man entsprechend ein gedrucktes Exemplar zur Hand hat. Ja, auf Twitter da. Ja, das ist schon eine schöne Sache. Also ich meine, wir haben da mal gezeigt, wie viele Leute tatsächlich im Bereich OER schon aktiv sind und sicherlich noch nicht vollständig, aber wir haben jetzt so um die 150 Einträge oder irgendwie sowas, also recht ordentliches Feedback. Und wenn man sich den Atlas anguckt, ist also so wie ein Branchenbuch, da sind also 80 Seiten hinten und da kann man schon sehen, was tatsächlich schon vorhanden ist im Bereich OER. Und dieses ganze Thema ist gerade so im Bereich auch Statistiken, wo das auch so ein bisschen hingeht, habe ich auch gerade eben vorgestellt, die Daten, die wir eingesammelt haben, mal ein bisschen statistisch ausgewertet, da gibt es halt einfach noch sehr wenig. Das heißt also, es ist relativ versprengt. Es gibt viele Akteure, die irgendwo tätig sind und häufig weiß man inzwischen gar nicht mehr genau, wer jetzt was macht. Und ich denke, da ist sowas wie so ein Branchenbuch wie der OER Atlas einfach eine hilfreiche Sache, die da einen schnellen Zugang liefert. Ich habe als ja, also die Worldmap ist, sagt der Name ja schon, die ganze Welt, ne? Ein großer großer Bereich, großes Projekt auch. Wir sind teilweise auch selber sehr ehrfurchtig, wenn wir da so drauf gucken. Und also wir sammeln in der ganzen Welt tatsächlich. Mosambik ist da auch drauf. Es gibt aber ganz klar Gegenden der Welt, wo mehr OER betrieben wird und manche, wo es weniger populär ist. Aber die Info ist schon mal, oder was schon mal schön ist, ist zu sehen, tatsächlich auf der ganzen Welt wird an OER gearbeitet, auf allen Kontinenten.